Seid ihr bereit für den Niedergang des Zarenreiches? Glück auf und willkommen zurück zu Mount & Blade with Fire and Sword. Wo wir den Russen alles genommen haben, ihre großen Armeen jetzt noch gestellt haben. Jetzt sind nur noch kleine Trupps unterwegs, soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet, sie können nicht mehr viel machen. Wir müssen jetzt nur noch die Russen suchen. Sie elendig ausweiden. Und dann ist eigentlich Schicht im Schacht, wie es aussieht. Kriegsherr, leck mich am Arsch, du blöder Kriegsherr. Was willst du denn jetzt noch ausrufen, du Lachnummer? Novgorod gehört ja auch mir, stimmt. Ich habe so viele Städte, Mensch. Es ist ruhig, verdächtig ruhig. Halt, da war was. Nee, das ist nur eine Patrouille von Wildbeutern hier. Kein wirklicher Gegner. Ich nix verkaufen, Fürsten. Du schon wieder, Mensch. Wie oft reitest du mir jetzt doch über den Weg, hör mal. Dringende Geschäfte, na gut. Wenn du kacken musst, musst du kacken. Ist halt so. Frag mich, wo sich die Russenlümmel rumtreiben. Dass ich mich nicht gemeldet habe, ist mir klar. Du bist ein Schwede. Du auch? Ich verkaufe nicht. Boah, jetzt geht das wieder los. Ich glaube, wir haben sie wirklich bezwungen, weil es ist jetzt so lange ruhig. Hätten die noch eine Armee, würden die längst was belagern. Da sie das nicht tun, gehe ich davon aus, dass sie keine Armee mehr aufbringen können. Trupp hungert, das darf nicht sein. Da bin ich zu lange einfach rumgeritten, du. Ein Sack Mehl habe ich, ihr habt da ein bisschen Wein. Da könnt ihr euch schon mal Weinbrot machen oder so. Weingummi, ha! Ihr macht euch Weingummi. Weingummi muss aus Wein sein, sonst wäre es ja kein Weingummi, ne, oder was? Habt ihr noch ein bisschen Wein, ihr habt da noch einen Kohlkopf. Feines Mehl gibt's auch, Bier obendrauf. Da können wir doch schon mal einen schönen Eintopf jetzt machen. Die Oliven stecke ich ein. Und zwar fein. So, und da hier alles so schön ist, können wir eigentlich auch unseren Trupp aufräumen. Indem wir das ganze Söldnerpack erstmal wegschmeißen hier. Und dann in Lehmberg Halt machen. So, du hast doch bestimmt noch Futter, hä? Also hungern müssen wir schon mal nicht mehr. War da ein Russe? Moment, war das ein Russe? Es geht immer alles so schnell vorbei mit der Schnellreise. Diese Wildbeuterlieseln und so, das sind die einzigen, die hier aktuell noch unterwegs sind. Ich sehe keine russischen Fürsten unterwegs. Und mir berichtet auch keine Stadt. Naja, komm hier, da hast du Geld. Eure Leute können eh nichts mehr machen. So, ich mache hier erstmal noch ein paar Wildbeuter geplättet. Und überhaupt so ein paar Patrouillen-Heinis.
Weil die kann ich auch nicht leiden. Ich weiß nicht, ob die es irgendwie beeinflussen, ob Russland aufgibt oder nicht. Ich greife einfach alles an, was feindlich aussieht. Was anderes bleibt mir aktuell nicht übrig. Gut gemacht. So, da haben wir es denen schon mal gegeben. Noch mehr Wildbeuter, holt sie euch. Ich mach sie alle platt. Ich plätte sie, bis sie so platt sind wie Papier. Hoio! Boah, voll daneben. Schade, schade. Boah, der Lümmel. Aha. Auch die sind Geschichte. Und weiter geht der Chaosritt. Was ist denn hier hinten? Gibt's hier noch ein paar schöne... Boah, dieses blöde Zeug immer. Ich will meine Ruhe. Was sagen eigentlich meine Finanzberichte? Ich habe 4 Millionen auf der hohen Kante. Hier hinten versteckt sich keiner gut. Was ist hier hinten? Gibt es hier Gegner? Hier gibt es auch keine Gegner mehr. Irgendwo verstecken sie sich. Und bei allem, was mir heilig ist, ich werde sie ja wohl finden, hä? Aha, aha. Kundschafterpack. Kannst mir nicht ewig entkommen. Hab ich dich. So. Die Feinde lassen sich aber auch wirklich nirgendwo blicken. Wir machen jetzt mal Zwischenstopp in Krakau. Wir brauchen bestimmt mal wieder Futter. Oh ja, und zwar dringend. Hier gibt es aber auch schön Honig. Ah ne, Pulver brauche ich eigentlich nicht. Tut mir sorry. Bier gibt es auch. So, und da der Feind anscheinend keine größere Armee aufbringt, können wir unsere Leute zunächst beruhigt einlagern. Weil ganz so viele Leute brauche ich jetzt nicht mehr und da sind wir halt ein bisschen schneller auch unterwegs, würde ich sagen. Und haben nicht so eine große Nahrungsverschwendung. Während wir darauf warten, dass die letzten Feinde sich blicken lassen.
Also irgendwie finde ich keinen. Ja, die könnt ihr alle haben, meinetwegen. Ich brauche die nicht mehr in Gefangenschaft. Ist nicht mehr nötig. Hier versteckt sich auch nirgendwo einer. Man sieht keine Feinde, man hört keine Feinde, man hört nicht, dass die Feinde irgendwas machen würden. Hier haben wir noch ein paar Wildbeuter, die wir jetzt gleich noch mitstellen werden. Alles, was auch nur ansatzweise zum Zarenreich gehört, wird geplättet. Und das ging ja zackig, du. War ja auch nur eine kleine Armee. Peters Jagdtrupp hat wieder mal gesiegt. Hier ist ja noch ganz schön was unterwegs. An so einem Pack, ne? 260 gegen 7, das ist voll die faire Sache. Wieso kriege ich da eigentlich kein Ansehen für? Was soll das? Ich habe doch gerade mal einen Kampfvorteil von 64. Alter, da habe ich schon mindestens 32 Milliarden erwartet jetzt, du. Macht sie endlich alle, bitte. Macht sie fertig. Ein Feind noch. Auf den gehen jetzt alle drauf wie sonst was. Und weg ist er. Gut. Nö, danke. Ich brauche nichts weiter. Noch mehr Wildbeuter. Die haben uns gleich zum nächsten Wildbeuterlager geführt. Sehr gut. Da haben wir gleich die nächste Truppe weg. So. Nö, könnte eigentlich alles soweit erstmal behalten. Wir gehen weiter. Nächstes Lager, nächstes Glück. Was getötet.
Das war's. Noch ein Trupp weniger. Aber die ganzen... Gibt's denn hier keinen Fürsten von den Russen, der noch lebt? Ich meine, wir reiten doch nun wirklich hier kreuz und quer durch alle Gegenden. Die schwedischen Fürsten machen es auch so. Da kann doch eigentlich nicht mehr viel unterwegs sein. Alle haben aktuell doch nur ein Ziel. Die letzten Gegner ausrotten. Was noch nicht so einfach ist, weil hier ständig überall noch Leute unterwegs sind. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die hier überhaupt plätten müssen. Ich meine, die gehören zwar zum Zarenreich, sind ja jetzt aber keine Fürsten oder so. Ich meine, was anderes habe ich nicht zu tun, deshalb nehme ich die mit. Verzeihung. Also ganz, was ich mir vorstelle, ist es nämlich nicht. Hup-di-dup-di-dam-di-dam. Gut, der ist weg. So. Na gut. Was will man machen, ne? Dann machen wir hier jetzt Folgendes. Wir schieben das hier rein. Und dann rasten wir uns einfach hier hin und warten ab. Ich beobachte ein bisschen die Liste unten, falls irgendwo Feinde rumreiten. Und ansonsten könnt ihr ja eventuell die Zeit entscheiden. Dam, die dam, die dam, die dam, die dam. Schön, dass die mir jetzt nochmal alle Fürsten abkaufen. Da gibt es nochmal Kohle. Es gibt jetzt keinen Kriegszug, du Lappen. Gegen wen sollen wir den Kriegszug machen? Fürst der Dummheit. Es reitet ja nicht mal irgendein Fürst rum, wie man sieht. Weil sonst würde ja irgendwo mal stehen, dass ein Feind in der Nähe von irgendwas ist. Ganz schön hartnäckig das Ganze, ne? Ich verkaufe dir gerne noch ein paar Fürsten, kannst du haben. Ich will schon weiter warten hier, bitte. Naja. Ja, das ist mir bewusst, dass ich da nicht aufgetaucht bin. Was jetzt aber eventuell daran liegt, dass ich hier voll beschäftigt bin. Mit Abwarten, was nichts bringt. Also wie es aussieht, werden wir uns wohl doch beim nächsten Mal nochmal auf die Suche begeben müssen. Irgendwo reitet hier noch ein Fürst rum und hat sich versteckt. Ich weiß nur leider nicht wo. Deshalb würde ich sagen, machen wir für heute Schluss und beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss.